Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Lichter TV. Mein Name ist Frank Lichter und ich bringe wie immer Licht in jede Dunkelheit. Ich gieße den Brennstoff der Erkenntnis auf das spärlich züngelnde Flämmchen der Erleuchtung, das zuvor noch unter der schweren Löschdecke der Ungewissheit begraben lag. In der Deggendorfer Innenstadt sorgt seit geraumer Zeit eine Gruppe von Motorsportfreunden für Aufsehen. Ihr Markenzeichen ist sowohl das laute Dröhnen basslastiger Musik, als auch das scheinbar sinnlose Umherfahren, das in der Vergangenheit nicht selten in Straßenrennen mit anschließender Polizeiverfolgung endete. Das führt beim Otto Normal Deggendorfer meist nur zu belächelndem Kopfschütteln. Doch ist das nicht vielleicht ein bisschen zu vorschnell? Im Gegensatz zur oberflächlichen Glühwürmchenberichterstattung der lokalen Medien richte ich mein gleißendes Licht der Aufklärung auf diesen Fall. Durch einen Artikel aus dem Zeitungsarchiv des Förderprogramms Jugend forscht wurde ich darauf aufmerksam, dass es sich bei den vermeintlichen Straßenraudis eigentlich um eine Gruppe höchst intelligenter Wissenschaftler handelt, die sich selbst RDE-Team nennt. RDE steht in diesem Fall für Radioactive Driving Engine. Die jungen Tüftler haben einen Motor, den RDE 5000 entwickelt, der mit Kernenergie betrieben wird. Dazu haben sie einen herkömmlichen Verbrennungsmotor umgerüstet und zu Testzwecken in die jeweiligen Fahrzeuge der Teammitglieder eingebaut. Ich befinde mich nun im Fahrzeug von Dorotheus Gemsfleisch. Herr Gemsfleisch, Sie sind ja der Kopf dieses Forschungsteams hier. Worin genau besteht die Besonderheit Ihrer Erfindung? Ja, wir haben den normalen Ottomotor mit einer Plutonium-Flux-Kompensatoreinheit ausgestattet. Und wie genau funktioniert dann der Motor? Wir tauschen die Zündkerzen durch Brennstoffzellen aus. Die erhitzen das eingespitzte Wasser und es verpufft sofort. Und dadurch kriegen wir einen monströsen Schub. Und das ist auch der Nachteil, weil wir natürlich so viel überschüssige Energie haben dadurch und wir immer Wasser nachtanken müssen. Und genau deshalb müssen die Teammitglieder darauf achten, den Energieverbrauch möglichst hoch zu halten, da ihre Fahrzeuge sonst zu einer Atombombe auf 4 Rädern werden und ein Super-GAU nicht mehr aufzuhalten ist. In diesem Fall ertönt ein Warnsignal und warnt die Fahrer vor einer möglichen Kernschmelze. Momentan behelfen sich die jungen Ingenieure damit, dass sie tagsüber weite Strecken über das europäische Autobahnsystem zurücklegen, laute basslastige Musik über ihre Lautsprecher dröhnen lassen, die Klimaanlage auf Maximum stellen, eine Unterbodenbeleuchtung betreiben und den Motor einfach kontinuierlich laufen lassen. Kurze Pausen sind nur dann möglich, wenn der Energieverbrauch weiterhin maximal bleibt. Das bedeutet laute Musik, Spielen mit dem Gas etc. Sie sehen also, die Vorurteile gegenüber diesen vermeintlichen Rasern sind komplett unangebracht. Tatsächlich habe ich, Frank Lichter, aufgedeckt, dass es sich hierbei um Raser im Dienste der Wissenschaft handelt. Wie bitte? Die Melze beginnt sofort.